Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cube World. Ich bedanke mich wie immer fürs Einschalten und ich hatte vor, dieses Schwein da zu besiegen, dieses Spider-Schwein, diesen Endgegner hier. Angesprungen, nein, oh. Ich hab schon mal übelst ver. Alter, da ist ein Skelett bei. Ich hab schon mal wieder. Tobi macht jetzt eine Fancy-Satze. Skelett, nein, okay, dann stirbt. Monster ist wieder 11, 8, 3. Oh, sie kommen. Ach so, ich hab meine Attacke wieder. Ja, gut, kein Ding, kein Ding. Komm her, du Schwein. Okay, das war das Skelett. Ah, warum ist da wieder Neues? What the fuck? Ja, Tobi, du läufst da einfach mal drin, aber ne? Wozu denn kämpfen? Das sind ja bestimmt Freunde. Hier bin ich verdammt schwein, Alter. Das war's. Was ist das denn bitte? Hä? Hä? Wo ist das? Da. Hä? Hä? Komm ich leider nicht mit zurecht. Müsste ich mir dann mal angucken, so irgendwie Höhle, googeln oder. Boah, habe ich meine Lampe wieder ausgemacht. Stark. Oh, hier sehe ich schon mal zwei Sachen. Einmal Silber, jawohl. Boah, jetzt kriegen wir aber genug Silber. Und Eisen kann man nie genug haben. Ich weiß noch nicht genau, wofür man Schimmermushrooms braucht. Oh, Smaragde. Aber einfach Smaragde, wofür man die braucht, das weiß ich auch noch nicht. Alter, hier sind aber ganz schön. Also hier sind. Ach, ich glaube, die da kann ich zähmen. Das ist der, der gerade rumgelaufen ist. Ah! Boah, Junge. Alter. Alter. Ihr wisst nicht, wie ich mich gerade erschreckt habe. Boah. Puh, lasst mich doch. Ich will doch einen von euch als Haustier haben. Scheiße, ich glaube, ich habe gleich ein ernstes Problem. Oh, es wird lieb. Ich will den da. Ja, ich habe den richtig. Der ist nämlich schon Level 3, dieser. Oder warte mal. Die sind beide schon Level 3. Erstmal. Enter. Namepad. Glaube ich. Namepad. Klausi. Ne, das war falsch. Dann Pet Name Klausi. Hä? Ach, boah, ich bin so dumm. Ja, feste Taste aktiviert. Name Pet Klausi. Ja, jetzt hat's funktioniert. Gut. Boah, Alter, ich habe mich gerade so erschrocken. Leute, ihr könnt mir das nicht glauben, Alter, als mich die Viecher auf einmal angegriffen haben. So, jetzt haben wir schon Level 3 Plane Runner, Leute. Und einen Level 3 Maulwurf. Dann haben wir schon zwei Haustiere. Und hier können wir noch erstmal Eisen abschneiden. So. Oh, Schimmermushrooms. Schimmernde Mushrooms. So, gut, wir nehmen jetzt 4 Minuten auf. Alles gut, alles gut. Oh, noch ein schöner Mushroom. Ja, gut. In der Höhle waren wir, meine ich, drin. Ja, hier waren wir ganz definitiv drin.
Wieso haben wir den Tina nicht? Oh, okay, sie ist gut getarnt. Ich habe nichts gesagt. Leute, sollen wir einfach mal... Wir holen uns jetzt einfach mal. Ich weiß, es bringt uns, glaube ich, nicht viel. Warte mal. Ich höre irgendwas rumlaufen. Gefällt mir nicht immer ganz so... Gefällt mir nicht immer ganz so gut. Steht mir mal hier oben drauf. Hier habe ich alles so gut im Blick. Lol. Warum ist denn da eine Burg? Oh. 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 Dann leveln wir da drin mal ein bisschen und wenn wir das dann getan haben, dann würde ich sagen, gehen wir zurück zum Dorf, tauchen uns in den Hanglider und versuchen da die Skills für den Hanglider auch hinzukriegen. So dass wir dann mal übel skillmäßig von so Bergen runtergleiten können. Weißt du das hier? Was ist denn das für eine Burg? Alter, wo geht's denn hier rein? Boah, nee, eigentlich habe ich keine Bock auf eine Burg. Okay, Leute, wir gehen weiter zu dem Schwert da hinten. Ich weiß, das ist ein Stück, aber da können wir so ein bisschen noch was von der Welt sehen. Was ist das denn da? Oh nein, das ist ein Waschbär. Waschbären sind böse, wie schon gesagt. Und das ist wieder so ein Ogre. Und da hinten ist noch so ein, hier so ein Plane Runner. Da oben. Da sind noch mehrere. Egal, wir machen mal. Weil den Plane Runner, den kann ich hinterher auch reiten als Vogel, was ich mit dem Maulwurf nicht machen kann. Na, Chicken sind zu lahm. Geben zu wenig. Fuck. Wann geht's mal aus diesem fucking Biom raus, Alter? Ich will nicht ewig in so einem langweiligen. Das sieht böse aus. Ich will nicht ewig in so einem langweiligen Zeug. Was ist denn das für ein Baum? Warum hat der Schwarm? Was ist denn das für ein Berg? Was ich sagen wollte, ich will nicht ewig in so einem langweiligen. Ist das? Diese Nase. Ich glaube, die ist darauf wert, geschlagen zu werden. Als ob ich das nicht wüsste. Klar, wenn ich in eine Burg gehe, natürlich habe ich da Tränke mit. Ich meine, was erwartet der von uns? Als wir in eine Burg gegangen sind, hatten wir da keine Tränke mit? Ach Quatsch, also. Selbstverständlich. Oh, ich glaube, das ist ein Spinnennetz. Oh nein, ich bin im Spinnennetz gefangen. Wartet. So. Oh nein. Nein, ich bin immer noch nicht drin gefangen. Kann ich da nicht reingehen? Wie unrealistisch ist das denn? Ja, und dann mache ich ein Spinnennetz kaputt und krieg 3. Ja, sicher. Gott.
Alter, ich will eine Eule haben. Okay, lass mir die am Leben. Ich glaube, wir sind Zeit. Ah! Mit Pfeil und Bogen und so. Wer? Und wo? Und wieso? Ich weiß es nicht. Da unten sehe ich jemanden. Ja, das war der. Hinterher, verfolgt ihn, wir kriegen ihn. Da unten ist Maulwurf. Ein Ork. Was ein Spiel um die 20 Minuten. Oh Gott! Oh! Oh nein, Klausi ist tot. Ah! Er hat mich entdeckt! Mach doch was, Klausi! Okay, Klausi, wir besiegen den jetzt. Kein Ding. Ja, das war's? Ja, hätte ich das gewusst. Auf in den Norden. Oh, komm bitte nicht langsam in so eine Schneelandschaft oder so, ey. Hab mal voll drauf Bock auf so ein neues Biom, ey. So, noch ganze 3 Minuten. Gut, dann ist die Aufnahme zu Ende. Pilz. Schau schon wieder jemand irgendwo so hardcore battlen. Alter, das ist ein neues Biom, glaube ich, oder? Nein, das sind nur so ein paar Bäume, die so schön sind. Nicht rot. Er will schon rote Bäume. Also ich ja nicht. Wieder 3 Spinnennetze aus einem geholt, so wie sich das gehört. Was ist denn das da? Ein Pig! Nein, es ist ein Schwein, Junge. Ein Schwein haben wir diese Folge schon besiegt. Ich denke, das ist ein Pig. Irgendwie ist es so einfach geworden. Dort befindet sich auch schon das nächste Schwein in Form einer Biene. Platz, wo ich Schluss machen kann. Alter, der Baum da, der sieht richtig geil aus. Aber vorher muss ich schlafen gehen.
will auf den Baum da, wenn ihr. Lol. Okay. Das Gebiet scheint gefährlich zu sein. Auf jeden Fall sind hier rote Katakomben. Aber rot finde ich eigentlich cool. So, ne? Also so richtig übelst cool. Auf dem Baum da oben könnte man natürlich auch geil Schuss machen. Ich glaube, da gehe ich hin. Ah, ich will da nur den Mushroom. Oh ne, ich hab keinen Bock auf dich. Ich muss Schluss machen und ich hab gerade geschlafen. Da bist du jetzt leider zum falschen Zeit am falschen Ort. Ich will auch keine Fliegen jetzt aufsammeln. Alter, was geht denn hier ab? Voll die Steinlandschaft und so, ey. Boah, ich will auch keine Bienen. Hab grad schon einen deiner Artgenossinnen getötet, Biene. So, wie komme ich denn jetzt hier schnell hoch? Erstmal auf den Baum springen. Oh ja. Deine Taktiken sind echt genial. Bist ja auch in Minecraft Jump'n'Run Pro. Und das stimmt wirklich. So, dann wollte ich auf den Baum. Die Frage ist, kommt man da drauf? Die Antwort ist, glaube ich, nein. Deswegen stellen wir uns jetzt... Boah, das ist mega gefährlich. Ah! Ich wusste, dass ich so dumm bin und darunter falle. Okay, alles gut. Krieg's noch hin? Ich habe schon wieder eine Minute verplempert. Alles gut. Gut, ich wusste, dass ich ihn kriege. Was sind das für fette grüne blaue Viecher? Das und vieles mehr, zum Beispiel, wo diese Katakomben sind. Die sind da, aber genau da. Aber egal. Genau da. Und was wir da machen oder ob wir noch ein bisschen weiter wandern, das werdet ihr alles in der nächsten Folge erfahren. Ich denke mal, wir werden zu den Schwertern da wandern, also weiter in Richtung Norden. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen, würde mich über eine Bewertung freuen und haut ihr raus, Leute!